Hallo, ich bin Jan Dirk. Ich unterrichte Mathematik und Grundlagentechnologie. Bei Mathematik machen wir das Ganze sehr stark praxisorientiert. Also sprich, es geht eher darum, wie man die Sachen jetzt auch konkret anwenden kann, also was uns das bringt. Bei Grundlagentechnologie geht es um verschiedenste Methoden und Techniken, wie wir miteinander im Team kommunizieren können, wie wir Arbeit am besten strukturieren, damit es möglichst wenig Probleme schon im Vorfeld gibt. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, dass in der ersten Stunde die Leute ein bisschen wacher sind als sonst. Also sprich, da gibt es deutlich mehr Interaktion. Was schwieriger geworden ist Leute auf Fragen einzugehen natürlich. Also gerade in der Mathematik irgendwas zu zeigen oder zu erläutern mit den ganzen Formeln und Zusammenhängen. Da muss man halt eben improvisieren. Teilweise drehe ich dann den Laptop mit der Kamera in die eine Richtung und den Bildschirm in die andere Richtung, um direkt auf dem Bildschirm irgendwas zu zeigen oder halte irgendwelche Zeichnungen in die Kamera, genauso wie ich mir halt auch teilweise Lösungen angucke, indem die Leute irgendwas in die Kamera halten. Aber es funktioniert grundsätzlich ganz gut. Auch mit Unity auf jeden Fall. Es gibt Leute, bei denen habe ich das Gefühl, dass durch die physische Distanz, die ein bisschen offener sind und direkter sind und schneller aufblühen, als sie es normalerweise im Unterricht tun würden. Aber es gibt natürlich auch die Kandidaten, die sich eher ein bisschen weniger melden und auch keine aktive Kamera haben, bei denen man also nie so ganz genau weiß, wie aktiv sie gerade dabei sind. Muss sagen, relativ überzeugend. Also dieses System, dass die Studenten da in einem fixen Raum sind und die Dozenten halt eben dazukommen, ist ziemlich gut. Der Unterricht, das hat sich ein bisschen einrütteln müssen, bis man halt eben als sowohl als Dozent als auch die Studenten halt eben weiß, wie man mit gewissen Situationen am besten umgeht. Was natürlich ein bisschen schwieriger ist, wenn die Leute nicht die passende Hardware haben. Und da kann man halt auch nur begrenzt was tun gerade. Oh je. Ja, also ich bin selbst wieder bei einem MMO hängen geblieben, Elder Scrolls Online, weil es halt einfach alle möglichen Arten von Sachen gibt, die man machen kann, das zusammen mit anderen Leuten. Dementsprechend spiele ich das gerade wieder vermehrt.